Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir machen direkt mal mit der Story weiter. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Identität bestätigt. Ah, oh, die Bathöhle. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Okay, jetzt sind wir also... Aber wir sind schon wieder raus, ne? Nee, doch nicht, noch nicht. Das hier ist, doch, oder? Och, ich weiß es nicht. Los. Nee, wir sind jetzt in der Bathöhle. Na, 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 Batcave. Aber das haben wir doch schon letztes Mal gemacht, oder? Dr. Young betreute ein Projekt. Genau. Ein großes Projekt, das eigentlich haben wir schon gemacht. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Ich auch nicht. Es ist... Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Ja. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verändern. Das haben wir doch schon gemacht. Ich lasse es mal. Aber trotzdem. Eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sich in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Oh, oh. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ja, was sagst du da? Alle Plonze. Ja, wir haben auf jeden Fall die Bad Claw. Die ist cool. Ja, die kann man brauchen. Und dann haben wir nämlich dann noch mit den Kisten ein bisschen rumgespielt. Ich folge ihr. Ja. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Hui! So. Die Batclaw wird an Containern anklinken. Yes. Und off we go. Mit der Batclaw zielen. So. Wir machen uns natürlich jetzt hier mal ganz ruhigen. So, auf geht's. Hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupacken, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. So. Stimmt was mit dem Ding nicht? Kannst du mich hören? Musst du jetzt hochkommen und dir deine Ohren putzen lassen? Ich wüsste eine neue Methode. Die würde dich umbringen. Ja, okay. Da sind dann noch 5 unbewaffnete. Ich hätte fast einen Haufen verfehlt. Das geht doch nicht. Wieso kann ich das nicht holen? Also brauche ich hier echt noch ein anderes Teil für. Aber. Chronik von Arkham. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannten. Ja, das ist ganz schön kryptisch, wenn ich das mal sagen darf. Aber hey, lassen wir den alten Mann mal babbeln. So. Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist... Nee, dem ist nicht mehr zu helfen. Ist das alles, was du kannst? Ist ein bisschen schwer in Lass uns das beenden. Korridor dauernd hin und her zu wechseln. Also
gibt Leichteres. Bam! Kaputt. Also, das ist nicht so gut gelaufen. Egal. Wir sind Batman. Batman darf sowas. Das klingt nicht gesund. Ich glaube, wir haben uns ein kleines Problem eingehandelt. Mit Killer Croc. Aber... Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Ja, das hilft ungemein, muss ich sagen. Danke. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Nee. Ich glaube nicht. Es gibt wirklich keinen Sinn. Naja, vielleicht kann man da ja noch was herausfinden. Ich gehe mal schwer davon aus. So, diese Riddler-Trophäe. Detektiv, das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe gefunden hätte. Das ist gemein, hör mal. Das finde ich nicht nett. Ein Rätsel fehlt, aber nur einige davon sind sichtbar, okay. Ja, ein cooler Shot, aber den Sinn habe ich jetzt nicht verstanden. Anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Die ist ein guter Detektiv, wenn ich das mal sagen darf. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Oh ja. Die altmodische Art. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ja, Esel sind schon... Was zur Hölle? Der Joker ist aber... Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Meinst du? Ich glaube nicht. Der wäre gar nicht erst dahin gekommen. So, 5 Joker-Zähne zerstört. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So. Hier bröckelt alles. Hier, das sieht nicht gesund aus. Und wir klettern hier einfach mal rum, als wäre nix. Gut. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Okay. Da können wir nicht lang. Ich hab's genau gesehen. Da kommen die aber... Da müssten wir von weiter oben, glaube ich, gleiten. Fliegen nicht, wir schweben nicht, wir gleiten. So, und... Ein Fehler von mir.
noch mal hoch. Wobei ich... Nee, da komme ich nicht hin. Nicht so. Ich müsste schon irgendwie... Naja, gehen wir erstmal hier lang. So wütend. Habe ich die ganzen Zähne? Oh, jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal zurück. Sorry. Es tut mir ja leid. Konnte man das noch nicht? Später konnte man die so schön grappeln. Naja. Hier irgendwo sind nur noch ein paar Rätsel. Was wir lieber mal machen könnten. Wäre hier lang klettern. Oder haben wir das. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Ja. Nee, das kriege ich so nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Das muss ich wohl alles später machen. Aber ist ja nicht so tragisch. Wir haben schon verdammt viel gefunden eigentlich. Verbessern wir doch einfach mal unser... Was haben wir hier? Kritische Combo. Verdoppelt im Fall eines perfekten Timings. Das ist auch ganz cool. Combo Batarang. Battering Kraft, Multifrequenz, automatische Nährungszündung. Ich wäre ja erstmal für die das Panzer Upgrade Version 2. Rar. Dann gibt es nämlich noch 3 und ich glaube 4. Das ist doch schon mal das. Dann kommen wir irgendwann einfach mal. Ups, hierhin zurück. So. Tonband. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Rachel Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlappe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Er hat Schlampe gesagt. Ups, das wollte ich nicht. Neat. Ja. Doktor. Das haben wir aber schon gemacht. Da bin ich mir ganz sicher. Das haben wir alles schon gemacht. Gut. Oder? Jo. Dann der Zugang zur Oberfläche. Bevor ich hier irgendeinem Secret entgehe. Ja, das war dann rar. Ne, durchspringen geht nicht. Zünden. Bam. I'm Batman. I'm Bane. Oh. Nicht runterspringen, Junge. Das wäre böse ausgegangen. Okay. Scharfschütze. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben.